Ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Orakel. Ja, wir schauen gemeinsam hinein, wo wirst du aufblühen, in welchem Bereich wirst du erstrahlen, erleuchten, wie ein kleiner, großer Stern am Himmel. Ich sehe ganz, ganz viel Leuchtkraft bei dir, ganz, ganz viel Licht und Liebe. Hoppla, 1, 2, hopp. Ganz viel Licht und Liebe, Feingefühl. Ja, mein Hund ist noch nass vom Baden. Und ja, in welchem Bereich wirst du erblühen, mein Schatz? Dazu wähle einen Stapel oder schau dir am besten alle drei Stapeln an, denn da könnte hier ein bisschen was drinnen sein und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Ja, an Katrin. Vielen lieben herzlichen Dank, mein Schatz, für das liebevolle Geschenk. Ja, da haben wir das erste Lavendelsäckchen. Es ist so rosa, orange, so Pfirsichfarben. Das ist hellblau, Nettie schnüffelt auch dran. Ja, magst du auch riechen? Und hier haben wir ein rosafarbenes. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Wir starten mit dem ersten Stapel. Nettie möchte wieder runter. Du kannst dir deinen kleinen Pyjamali anziehen. Ja, so erfroren immer, mein Schatz. So, dann schauen wir mal. Was kommt denn auf dich zu Stapel Nummer 1. Dies könnte der Richtige sein. Ja, dies könnte der oder die Richtige sein. Das heißt, du blühst schon mal auf in Beziehungen. Das heißt, du lässt schon die richtigen Menschen in dein Leben. Da wirst du aufblühen, wenn du Gespräche führst. Du wirst es merken, dass du mit den richtigen Menschen am richtigen Ort bist, am richtigen Platz. Man wird dich auch vergöttern, man wird dich verehren, man liebt dich einfach so, wie du bist. Und du wirst da blühen, man wird dir zuhören. Ich habe ja auch, dass du viele tolle Gespräche führst, wenn du ein Geschäftsgespräch hast oder ein Gespräch mit Freunden. Man wird dir aufmerksam zuhören, man wird dir auch das Gefühl geben, hey, ja, ich kann dich verstehen, ich weiß, wie du dich fühlst. Also hier ist jemand sehr offen und kann auch deine offene Art oder mit deiner offenen Art sehr gut umgehen. So, dann schauen wir mal hinein. Was kommt denn noch da? Wie viele? Oh mein Gott! Wie viele sind denn da bitte gekommen? Du wirst auch wieder ins Gleichgewicht gebracht, also du wirst in dein Gleichgewicht Yin und Yang Energie hineingebracht. Ja, nein, vielleicht musst du dich auch entscheiden und du wirst aufblühen, erblühen bei einer Entscheidung, vielleicht mit einer Waage. Vielleicht beginnst du auch Dinge abzuwägen, deine Wertschätzung. Alles hat seinen Wert, bekomme ich herein, auch du hast deinen Wert in der Gesellschaft, einen Platz in der Gesellschaft. Dann haben wir die Freiheit. Hier wirst du aufblühen, indem du deine Maske runternimmst und dich genauso zeigst, wie du bist. Und deshalb ziehst du auch schon die richtigen Menschen in dein Leben. Das heißt, du lässt keine Maske mehr oben. Dann haben wir hier, ach, da duftet so herrlich nach Lavendel. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Ich liebe Lavendel, ne? Herrlich, es duftet dermaßen gut nach Lavendel. Ja, schaut so aus, wenn das ein Baum wäre, ist es aber nicht. Aber ja, vielleicht als in feingefühlig gedeutet ein Baum und was auch immer du daraus erkennst. Handle, du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit. Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf liebevolle Weise. Ja, du lässt die Masken fallen,
Du brauchst dich nicht mehr behaupten bei Menschen, du erblühst, du kommst in den Raum und erstrahlst wie ein, ja, wie ein Sonnenschein. Dann haben wir hier die Liebe. Wow, also hier pustet Amor ganz kräftig, schießt jemand den Pfeil weg. Also hier habe ich das Gefühl, hier fliegt nicht nur der Pfeil, sondern auch der Bogen fliegt auch gleich mit hinterher. Und der Wind könnte das jetzt antriggern. Also wenn du diese Person kennenlernst, dann könnte es windig sein und bewölkt. Ist im Herbst jetzt nichts Verwerfliches, weil wir sehen hier im Herbst Blätter. Also im Herbst wirst du erblühen in der Liebe oder mit liebevollen Menschen. Oh ja, Selbstbestimmung. Du kommst immer mehr in deine Selbstbestimmung. Du lässt niemanden mehr bestimmen über dein Leben, sondern du bestimmst selber, mit welchen Menschen du dich abgeben möchtest und mit welchen Menschen du dich nicht mehr abgeben möchtest. Das ist dieses Gleichgewicht. Also du stellst wieder in deinem Leben das Gleichgewicht her und somit auch, dass du dich wieder selbst deiner Bestimmungen widmest. Also lässt nichts anbrennen. Beide Symbole, der Delfin, sowohl auch der Schwan, steht für diese liebevolle Kommunikation mit richtigen, liebevollen Menschen. Der Vollmond könnte für euch noch interessant sein. Ja, du wirst aufblühen. Du bist ein Geschenk für andere Menschen, aber die anderen Menschen sind auch ein riesengroßes Geschenk an dich. Also hier passiert ein Austausch, hier wird Wunscherfüllung, also ein Wunsch wird sich erfüllen bei dir, auf das du vielleicht schon längere Zeit gehofft hast, gewartet hast. Aber da du jetzt richtig mitten in deiner Freiheit lebst oder in deiner Freiheit auch dich befindest, passiert nämlich eines, indem dass du dich absolut jetzt in dein Lichtgefühl hineinkommst, also dein Licht strahlen lässt in diesem Thema Freiheit, Unabhängigkeit. Ja, der Reiter, eine plötzliche Information wird dich erreichen. Oder du startest plötzlich eine kurze Reise oder jemand kommt oder findet den Weg zu dir. Ja, du übernimmst Verantwortung für dein Leben und das ist auch das, was schön ist. Du übernimmst die Verantwortung für deine Liebe, für deine Selbstbestimmung, für dein Gleichgewicht, für deine Freiheit. Du weißt, du bist ein Geschenk für andere Menschen und du weißt auch, dass das Geschenk nicht nur du bist, sondern auch die anderen Menschen sind ein Geschenk für dich, weil eben die richtigen Menschen zusammengekommen sind. Alle anderen werden sich auch verabschieden. Du hast den Engel der Natur bekommen. Wow, hier ist auch in der Mitte so ein riesengroßer Engel, schaut mal. Herrlich. Sieh Schönheit, Harmonie und das Licht, das in der Natur durch alle Formen spricht. Naturengel senden dir still ihren glücklichen Segen, mit Licht, Freude und in allen Farben auf Erdenwegen. Also es kommt Harmonie. Und Schönheit in dein Leben. Also etwas wird schöner. Schöner, als du überhaupt gedacht hast. Dann haben wir hier Devarias Elemente. Die Elemente der Balance, Strahlkraft, Gleichgewicht. Ja, du bringst alle Formen in das Gleichgewicht. Richte dich neu aus, balanciere deine Kräfte, ordne dein Feld und weitere Kreis der Kraft offenbart sich dir jetzt.
Wow, es wird dir bald etwas Neues offenbart werden. Du kannst mit allen Elementen umgehen. Du durchleuchtest alle Wesenheiten, alle Menschen. Du urteilst nicht zu schnell, sondern du gehst wirklich liebevoll auf die Menschen zu und hast ein riesengroßes Vertrauen. Dann hast du verborgene Naturkraft, geheime Segensstärkung. Ich bin der Joker, das Geheimnis dazu. In dir findest du alles, auch die nötige Ruhe. Ich schenke dir Kraft und Frieden im Sein. Kehre nun in deine Natur heim. Nur du kannst mich erkennen und mich beim Namen nennen. Aha. Also hier wirst du bald Menschen begegnen, habe ich das Gefühl. Das ist die Karte. Du hast einen Joker in der Hand. Das wird deine Leuchtkraft. Das wird dich aufblühen lassen. Du wirst dich transformieren und du lässt auch etwas los. Und hier möchte sich das Schicksal bei dir zeigen und dir die Freiheit schenken. Also hier, du bist ein Wesen, das ganz, ganz, ganz viel Freiheit benötigt. Dann schauen wir noch, was kommt denn noch auf euch zu, meine Lieben? Welche Botschaft erhaltet ihr noch? Wo wirst du aufblühen, mein Schatz? Du lässt die Ängste hinter dir. So, ich habe mal gedacht, das hat sich noch einen umgedreht. Nein. Du lässt die Ängste hinter dir. Du lässt alles, was an dir genagt hat, lässt du, gehst du fort, wird von dir weggepustet. Ja, also alles, was dir nicht gut getan hat, alles, wo du genagt hast oder wo schwierig war, da geht's endlich vorwärts. Also die Schwierigkeit in deinem Leben verabschiedet sich. Ja, das weißt du jetzt noch nicht, aber das wird kommen. Ja, schwierige Menschen verabschieden sich, ja? Die an dir genagt haben, da richtest du dich hin, ne? Also bei dir war es wirklich so, du konntest nicht leuchten am Himmel, weil so viele Menschen mit dir einen Streit angefangen haben, gezettelt. Du hast Widrigkeiten, überall musstest du dich durchsetzen. Menschen, Situationen, Themenbereiche, du hast schon gar nicht mehr gewusst, wo da der Kopf steht und die verabschieden sich. Streitigkeiten, Widrigkeiten legst du in das Bötchen hier hinein, ja, und dann schwimmt das Bötchen mit den fort. Sehr gut. Sehr gut, da wird sich einiges bei euch auftun. Und vor allem auch wieder, dass du wieder Luft, ich kriege ganz ehrlich herein, dass bei diesem Kartenstapel, dass du wieder mehr zu Luft kommen wirst und auch diese Luft einatmen kannst, ja? So, und jetzt kommen wir zu Stapel Nummer 2. Da haben wir das hellblaue Säckchen hier. Ach, die duften alle so herrlich nach Lavendel. So, da haben wir eine Verbündnis. Ein Verbündnis. Wo willst du noch aufblühen? Schauen wir mal. Da sind auch so viele Karten rausgekommen. Auch schön. Okay. Neue Ideen. Ja, bei dir ist es auch so. Du machst dich unabhängig. Du bist jetzt auf den Trichter gekommen oder sagst, puh, auf andere Menschen sich zu verlassen. Irgendwie hat das in der Vergangenheit nicht ganz so funktioniert. Ab jetzt verlasse ich mich lieber auf mich selbst. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass es nicht aus deinem Kopf, aus deinem Ego heraus passiert, sondern du hast das Gefühl, so, jetzt bin ich dran. Jetzt bin mal ich dran. Jetzt mache ich mich mal frei, unabhängig und gehe mit meinem Wissen, mit meinem Licht, mit meiner Weisheit nach vorne.
Also du zeigst dich, du repräsentierst dich, du machst dich unabhängig, du bist wie eine Königin. Schaut mal ihr Gesicht an. Man sieht es zwar von der Seite, aber man sieht, wie sie strahlt, wie sie leuchtet und richtig stolz ist. Neue Ideen, neue Projekte kommen auf dich zu und da machst du dich unabhängig. Ja, das kann Unabhängigkeit, könnte auch die Selbstständigkeit zum Beispiel sein. Ja, du machst dich jedenfalls unabhängig von Menschen, von Situationen, von Themenbereichen, also du verabschiedest dich ebenfalls und dann kommen neue Projekte, neue Ideen in dein Leben, was dich erstrahlen lassen wird, was dich aufblühen lassen wird. Also du wirst mit deiner Unabhängigkeit aufblühen. Hier sehe ich, dass du eine unterstützende Dame erhaltest. Also hier ist ein Sternenwesen, das das Handwerkszeug, das Wissen in der Hand trägt. Sie trägt auch den Stern in der Hand. Also sprich, es ist ein Sternenwesen, ein Lichtwesen, was dich jetzt hier unterstützt, antriggert. Das kann jetzt der Stern sein, der dich zum Erblühen, zum Erleuchten bringt am Himmel. Das kann aber auch ein Erdenwesen sein, so wie ein Engel und so weiter. Ein verstorbenes Wesen, das dich zum Erblühen bringt, in die Unabhängigkeit bringt. Die Leidenschaft, okay, ja, hier wirst du deine Kreativität, deine Leidenschaft entdecken, deshalb machst du dich da auch unabhängig. Du ziehst jetzt mehr und mehr das an, was du gerne möchtest oder wer du gerne sein möchtest. Ich habe bei dir das Gefühl, dass du noch sammelst, wer du sein möchtest. Ich habe das Gefühl, dass du dich noch nicht ganz gefunden hast in deinem Leben. Was ich aber sehe, ist, dass du deine Leidenschaft leben möchtest und das machst du mit Gravur. Also vielleicht hast du ein musikalisches Talent oder du bist jemand sehr Kreatives mit Pinsel und Feder im Schreiben oder du bist jemand, der musikalisch oder singt, ja, das kann auch sein, dass es ein Gesang ist. Oder du töpferst, dass du etwas erschaffst, mit deinen Händen etwas erschaffst, etwas Kreatives erschaffen wirst. Oder bei dir kann es auch um ganz andere Themenbereiche gehen. Aber ich habe eher hier das Gefühl, bei diesem Stapel geht es tatsächlich um deine Hobbys. Also hier, für mich ist das die Karte der Hobbys. Und da kommt vielleicht Unterstützung rein. Vielleicht möchtest du ein Hobby zum Beruf machen. Was deine Leidenschaft zum Beruf machen. Und hier wirst du Unterstützung erhalten. Das könnte deine neuen Ideen sein. Ja, vielleicht möchtest du hier etwas umsetzen oder in die Umsetzung bringen. Dann hast du die Sicherheit. Und du weißt, es wird dir diese Sicherheit, kannst du, in erster Linie kannst du es nur dir selbst geben, diese Sicherheit. Aber diese Selbstständigkeit, da bist du dir ganz, ganz sicher, dass du das machen möchtest. Du bist dir hundertprozentig sicher, dass diese neuen Ideen, die du hier in dir kreierst, dass dir die Sicherheit bieten auf längere Sicht. Und dann haben wir noch die Freiheit. Ebenfalls die Freiheit. In Stapel 1 hatten wir auch die Freiheit. Ja, hier macht sich jemand unabhängig. Hier macht sich jemand frei von Ballast, hier macht sich jemand unabhängig. Hier möchte zwar jemand schon ein Bündnis eingehen, aber mit ein Bündnis mit deiner Leidenschaft. Also was ist deine Leidenschaft? Welche Details, was Menschen, Situationen, Themen, das kann alles sein, wo du deine Leidenschaft, deine Hingabe hineinsteckst jetzt. Das muss nicht unmittelbar ein Mann oder eine Frau sein. Es kann natürlich auch dein Job gemeint sein. Hoppla. Das kann aber auch sein, dass du hier ein Bündnis wagst mit einer Person. Natürlich kann es das auch bedeuten. Aber ich habe hier grundsätzlich jemand, hier habe ich viel Selbstständigkeit. Hier möchte ich jemand, hier sehe ich jemand durchstarten wollen, in die Freiheit gehen, in die Aktion gehen, in etwas voranbringen, etwas in die Menschenmasse zu bringen, etwas an den Menschen wieder mit durch Gesprächen, durch Handeln,
durch Taten, durch, I don't know, was du weißt, ist am allerbesten, was du hier dir, was du vorhast, was du planst, da kann ich dir sagen, du wirst da aufblühen. Weil ich sehe schon Ehre und Erfolg. Du wirst hier wie eine Königin, wie ein König wirst du aufblühen. Du wirst das, du machst das super. Du wirst aufblühen, erblühen zur Königin, zum König. Du hast das Wissen und die Weisheit. Vielleicht legt man dir noch ein paar Steinchen in den Weg. Ja? Aber das Schicksal möchte, dass du deinen Weisheitsweg, deinen Weg des Wissens gehst, den Weg der... Mein Schatzi, gräbt gerade um sein Bettchen. Da gräbt er drinnen, der kleine Schatz. Und dieses wundervolle Geschenk, was du jetzt bekommst, ist, dass du deine Leuchtkraft, dein Erblühen, so, das ist so wie Anstecken. Ne? Das ist so wie, du fängst an zum Lachen und die Menschen lachen mit. Ja, also du bist jemand, der andere Menschen fasziniert. Du bist ein Mensch, der andere Menschen sehr gut versteht. Du bist ein Mensch, mit dem man sehr gut reden kann, Gespräche führen kann. Jemand, der dieses gewisse Mitgefühl auch mitbringt. Das Verständnis mitbringt. Und das kannst du von einer Oma oder vom Opa oder von der Uroma oder vom Uropa geerbt bekommen haben. Ja, diese Ruhe, diesen Ausgleich, dieses Strahlen. Dann hast du hier den Gabriel, also Erzengel Gabriel hast du erhalten. Deine Lebensaufgabe hat mit Kommunikation zu tun. Na, was sage ich, was rede ich da? Genau das. Ja, das sehe ich genauso wie in der Karte. Bitte lass dich nicht verunsichern und dadurch davon abhalten. Ich werde dir helfen. Ja, du sollst dich nicht abhalten lassen von deiner Leidenschaft, von deinem Projekt, von deinen neuen Ideen, die dir Sicherheit geben, nur weil andere Menschen diese Sicherheit, so wie du es siehst, nicht sehen kannst. Ja? Und für viele ist auch eine Hochzeit eine gewisse Sicherheit. So quasi, ja, jetzt habe ich ihn, ne? Aber ein Mann, ein Job, ein Auto oder sonst irgendwas kann dir keine Sicherheit geben. Nur du selbst bist die Sicherheit. Ja, hier spricht das Glücksrad und Glück und richtiges Timing kommt jetzt definitiv zu dir. Und es wird dich definitiv glücklich machen. Ja, diese Ehre, diesen Erfolg hast du dir verdient. Du hast es verdient, weil du eine liebenswerte Seele bist. Hallihallo. Mein Hund geht noch einmal um den Tisch rundherum. Die Elfen, heilende, freche Blitzzauberkraft. Pflanzenzauberkraft im Leben will dir Stärke und Heilung geben. Die Elfen helfen dir, das richtige Kraut zu finden, mit Tee, Kräutern und Heilpflanzen das Dunkle zu binden. Grüne Kraft der Natur, Heilung pur. Also hier wird nochmal etwas heraustransformiert von dir, sodass du erwachen kannst, also hier geht es nochmal um das Thema Heilung, also willst erblühen, vielleicht solltest du eine Teekur machen, aber da bitte nur einen Tag, also befragt euch bei den Experten, aber Tee ist immer so eine Sache, man sollte nie zu viel Tee trinken und dass ihr da vielleicht ein bisschen achtet. Ich glaube, ihr werdet euch auch, ich spüre meine Augen kitzeln, auch das linke, aber sehr wohl auch das rechte. Irgendetwas werdet ihr kennen und während ich jetzt gerieben habe, habe ich das Gefühl, meine Augen sind doppelt so groß. Also ihr werdet etwas erkennen durch euren Augen. Die Lenkerin der Kristalle, lenkende Energieverstärkung.
Verbinde dich mit der Weisheitslicht. Das wird wieder mit zu den Eulen passen, zu der Weisheit. Das in allem zu dir spricht. Lerne deine Energie zu lenken und zu leiten und im Leben Liebe und Freude zu verbreiten. Achte auf deinen Energieausrichtung. Ja, das ist genau das, was ich hier auch immer wieder gesagt habe. Du bist ein Wesen, der sehr gut zuhören kann, aber auch sehr, sehr gut Gespräche führen kann. Und da haben wir es eh schon gehört, auch mit der Kommunikation hier. Und dann haben wir den Pegasus. Freie Lichtenergien. Verbinde dich mit den oberen Welten der Meister, Engeln und Götterhelden. Sie werden dich lehren und dich führen. Öffne deine inneren Türen. Du bist frei, frei, ewig frei. Also wieder das Thema Freiheit, Unabhängigkeit. Freiheit haben wir hier gehabt. Wieder das Thema Freiheit mit dem Pegasus. Also du wirst dich immer freier fühlen. Auch hier passen die Farben wieder sehr, sehr gut dazu. Hier ist blau, hier ist blau, hier ist blau, da ist blau, 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 blau. Also blau, blau. Also ganz, ganz viel blau. Das passt sehr gut dazu, zu dem Säckchen hier. Und dann schauen wir noch, welchen Hinweis bekommt ihr noch, wo wirst du noch aufblühen, Stapel Nummer 2. Ja, bei dir fällt auch, wo du aufblühst in der Thema Heilung. Ich glaube auch, die Schlange ist auch im ersten Stapel gefallen. Ich glaube, dass die Schlange in diesem Fall im Stapel 1, ähnlich wie bei hier bei Stapel 2, definitiv auch für Heilung stehen könnte. Du beginnst zu heilen, dein Herz zu heilen, deine Projekte zu kommen in die Heilung. Du bist Heilung, du kannst andere Menschen heilen, Kraft schenken. Kommt auf dich zu, jemand, der mit dir ein Bündnis eingehen möchte. Also hier beginnst du zum Aufblühen. Überall dort, wo es Verwickelungen gab, Umwege gab, sodass dein Herzensmensch nicht kommen konnte. Jetzt gehen die Personen aus ihm raus oder aus eurem Energiefeld raus. Diese Menschen haben ja keine Kraft. Sie können euch nicht länger verstecken, sodass sie euch nicht findet. Also man wird euch, ihr werdet euch finden. Man kann euch nicht länger, ich habe hier bei euch das Gefühl, dass es hier Menschen gegeben hat oder noch Menschen in eurem Umfeld ist, die es verhindern wollte, dass ihr zusammenkommt. Die verhindern wollten, dass ihr gemeinsam ein Projekt startet, die es verhindern wollten, dass du mit deiner Liebe zusammenkommst. Also du hattest Menschen in deinem Umfeld, Neider, Menschen, die es dir nicht gegönnt haben. Also hier achtet bitte auch auf euren Umfeld sehr gut. Ja? So. Und jetzt kommen hier zum letzten Stapel, zu den Stapel Nummer 3. Wo wirst du aufblühen, mein Schatz? Du hast hier das Rosarote gewählt. Duftet auch herrlich, nicht so stark wie die anderen zwei. Also eher jemand sehr zurückhaltend, sehr zierliches Wesen. Da wirst du auch aufblühen. Vielleicht bist du immer sehr ruhig gewesen, sehr still gewesen und jetzt da traust du dich mal etwas sagen, das kann auch sein. Ja, jetzt kommt schon Veränderung hinein. So wirst du aufblühen, mein Schatz. Okay. Liebe endet nie und Verbundenheit. Wow, also hier auch Liebe endet nie
Und hier möchte sich jemand verbinden. Du wirst in die Liebe. Also hier sehe ich einen Liebestapel. Ja? Also hier kann ich euch versichern, hier ist ein Stapel mit Liebe. Und diese Liebe wirst, in dieser Liebe wirst du noch mehr aufblühen. Hier habe ich echt das Gefühl, hier ist schon jemand, ein goldenes Licht. Hier ist jemand schon sehr gut in dem Loslassen, mitten in der Veränderung, lässt sich mitschwimmen. Also hier nehme ich wirklich so einen Fluss wahr, so einen Flow wahr. Hier ist jemand sehr schlau, hier ist jemand sehr schnell, sehr weise, sehr klug, sehr sanft, mitfühlend. Ein wahrer Engel. Und hier ist die Romantik. Auch hier sage ich, hier, du bist mit einem Menschen definitiv verbunden, mit einem Band, schon viele, viele Jahre davor, viele Vorleben. Ja, das kann in diesem Leben auch sein, aber ich kriege das eher herein, dass es im Vorleben zu tun hatte. Wunderschön gezeichnet, finde ich. Sehr, sehr klug. Hier nehme ich jemanden sehr ruhig, sehr weise wahr. Schaut mal ihre Hand an. Sie weiß ganz genau, dass der Tag kommen wird, wo sie mit ihren Herzensmenschen zusammenkommt. Also hier vertraut jemand auf die Liebe. Hier weiß jemand um die Liebe. Hier sehen wir wieder einen Stern. Veränderung. Ja, du kannst loslassen. Du lässt Altes los, weil du weißt, wenn du loslässt, kommt etwas Neues in dein Leben. Und dann haben wir den Selbstwert. Du bist es dir wert, diesen Menschen, diesen Herzensmenschen in dein Leben zu ziehen. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, jemanden anderes zu lieben. Sehr schöne Karten hier. Und das passiert zwischen dem Vollmond und Neumond oder zwischen Neumond und Vollmond. Wow, du ziehst das Große los. Aber das spüre ich hier auch bei diesem Stapel. Also es braucht nicht mehr viel, meine Lieben, und ihr werdet erblühen. Es braucht nicht mehr viel und ihr wisst ganz genau, dass das der richtige Weg war, den ihr gegangen seid zu euren Herzensmenschen. Etwas Positives ist auf dem Weg zu euch. Wow, die Liebe. Herrlich, wow. Ja, die Liebe. Ihr macht nur mehr das, was ihr liebt, was euch positiv einstimmt, was euch glücklich macht, was euer Herz glücklich macht. Ja? Ihr denkt nicht mehr großartig darüber nach, sondern ihr macht es einfach. Ihr könnt es genießen. Ihr lässt den Zauber der Magie auf euch wirken. Ihr seid nicht immer im Graben, am Tun, sondern ihr lasst es fließen. Ihr sagt, okay, gut. Der Tag war heute nicht so prickelnd, aber ich weiß, morgen ist er besser. Sehr schön. Also sehr, sehr schöne Karten hier. Ja, es gibt nichts, was ich nicht mit meinem Herzen, mit meinem Gefühl auch hier spüre. Mit meiner Feinfühligkeit, mit meinem Wissen. Sehr schöne Karten habt ihr da. Also ja, ihr werdet erblühen, erstrahlen. Ihr seid auf dem richtigen Herzensweg unterwegs, meine Lieben. Ihr habt die Elben. Sternenaugen, öffnendes Erwachen. Das Licht in dir ist sanft und weise. Sterne ziehen ihre Kreise. Woher weht der Wind? Was flüstert die Natur dir zu? Lausche in der Stille, im Sein und in der Ruhe. Das lebendige Feld, es antwortet dir auf alle Fragen im Jetzt und Hier.
Der Wind wird dir viele Fragen beantworten. Und auch bei euch ist der Wind ein ausschlaggebender Punkt. Also entweder wird es sehr windig in der kommenden Zeit, wo du dieses Video oder ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video siehst, weil auch im zweiten und im ersten Stapel ging es um das Thema Wind. Sternenwesen, lichtsichtweisende Ewigkeit. Dein Name ist in den Himmel geschrieben. Dein Stern geht auf. Er führt dich im Erdenverlauf. Das Universum hört dein Ansinnen. Du kannst der Ewigkeit nicht entrinnen. Schaue aus der Ewigkeit auf dein Leben. Was möchtest du verändern? Was solltest du genau so bleiben? Ein Wunsch wird sich bei dir erfüllen, ein Herzenswunsch. Hier sind die Sterne sehr aktiv. Also ich habe beim Mischen schon das Gefühl gehabt, es geht um Sterne, um Blitze, um Aufblühen. Das ist bei jeder Karte oder bei jeden allen drei Stapeln ist irgendwo sind da die Sterne gewesen. Die Muse, auch hier geht es um künstlerischen Ausdruck, genauso wie bei Stapel 2. Künstlerischer, schöpferischer Ausdruck, Gesundheit. Wir Musen behüten die Künste, senden wir dir einen Kuss. Ist das Leben denn noch ein Genuss? Musiziere, tanze, spiele des künstlerischen Ausdrucks. Gibt es gar viele, sei kreativ und schöpferisch. Denke, wer könnte deine Muse sein? Hallihallo, magst du noch mal zu mir? Sagst noch mal Baba? Upst. Also diese Muse, jemand wird eine Muse für dich sein oder du bist eine Muse für die Menschheit. Dann haben wir hier den Engel Isabella. Ja, es ist der richtige Zeitpunkt für diese neue Unternehmung. Sie glückt und das Ergebnis entspricht deinen positiven Erwartungen. Du bist genau auf dem richtigen Weg. Ja, du bist auf dem richtigen Weg, mein Schatz. Wow. Ja, auf euch kommt eine wahrhaftig liebevolle Liebe auf euch zu, eine ehrliche, wertschätzende Liebe, eine Liebe, die euch absolut glücklich machen wird, eine Liebe, die man dich macht es glücklich, aber du machst auch den anderen glücklich. Hoppla. Mein Spatzi, schon spät heute. Wir haben schon 23 Uhr und du schläfst noch nicht, mein Spatz. Wintertraum, Zeit für die Reife. Ja, es ist der Zeitpunkt, ist jetzt genau goldrichtig, dass du aufblühst und während du aufblühst, wird auf deinen Weg dir etwas gebracht. Und zwar hat es alles, was mit Liebe zu tun. Das kann jetzt die wahre Liebe sein, das kann aber etwas sein, was deiner Wahrheit immer mehr entspricht. Okay? Hier möchte ich das so stehen lassen, es ist so schöne Botschaft, da möchte ich jetzt keine Klärungskarten dazu verwenden. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen alles, alles Liebe, alles Gute und eine wunderschöne Zeit, meine Lieben. Ja, Nettie war wieder mal mit an Bord, mein Schatzi. Meine Kuschelmaus, wir gehen jetzt schnell ins Haiebettchen. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen wunderschönen Tag. Genießt es und schaut vielleicht auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Ich würde mich freuen für dein Liken, für dein Kommentieren und für dein Abonnieren. Würden wir uns sehr, sehr freuen, Nettie und ich. Und wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Baba, tschüss.